Elisabeth Großmann, Bildungssprecherin der SPÖ. In pädagogischen Berufen, so wie alle Branchen idealerweise geschlechtsmäßig gut durchmischt sein sollten. Und gerade im pädagogischen Bereich geht es aber auch darum, dass wir Burschen positive Rollenvorbilder bieten können, die dringend notwendig sind. Und um eine allfällige Quote, wie sie heute auch angesprochen wurde, erfüllen zu können, braucht es natürlich auch eine entsprechende Anzahl an ausgebildeten Pädagogen. Und wir müssen hier ganz dringend eben bei den Ursachen der einseitigen Berufswahl ansetzen. Was sind die? Natürlich Gehalt, die Arbeitsbedingungen, die sozialen Rahmenbedingungen, Arbeitsplatzsicherheit, das spielt eine große Rolle. Aber wir sehen gerade bei den Lehrern, bei den Lehrerinnen, dass diese Voraussetzungen an und für sich besser gegeben sind als in vielen anderen Berufen. Also es muss an was anderem liegen. Und es liegt, und es ist heute schon gesagt worden, sicherlich an der Grundeinstellung, an den tradierten Rollenbildern, die wir dringendst aufbrechen müssen. Denn wir haben gerade auch bei den Kindergartenpädagogen einen ganz geringen Männeranteil. Und das liegt aber auch an dieser frühen Entscheidung, die getroffen werden muss im Alter von 14, 15 Jahren, wo sich ein junger Bursch entscheiden muss und auch entscheiden muss, genau diese tradierten Rollenbilder zu überwinden. Und das ist sehr viel verlangt in dem Alter. Also wir brauchen ja auch ganz dringend eine Reform der Pädagoginnenausbildung im elementaren Bildungsbereich. Und was wir aber am allerdringendsten brauchen, das ist ein Bewusstseinswandel. Und hier sind wir wirklich bitte alle gefordert. Und bitte nehmen Sie diesen Auftrag an, gemeinsam am Aufbrechen dieser tradierten Rollenbilder mitzuwirken. In diesem Sinne einen schönen Abend. Auch Elisabeth Großmann, Bildungssprecherin der SPÖ, sagte, gerade im pädagogischen Bereich bräuchten Kinder mehr männliche Vorbilder. Dass es bislang so wenige gibt, liegt ihrer Meinung nach an tradierten Rollenbildern, die aufgebrochen werden müssten.